Hallo, Christian Feisleben, Fachhochschule St. Pölten, mitverantwortlich für den Tag der Lehre am 18. Oktober jetzt anmelden. Und ich habe hier den Herrn Oppel bei mir. Bitte sich vorzustellen. Ja, mein Name ist Stefan Oppel, ich bin an der Johannes Kepler Universität in Linz tätig, als assoziierter Professor am Institut für Wirtschaftsinformatik und betreibe oder versuche zu betreiben seit mehreren Jahren projektbasiertes Lernen und Flipped Classroom in meinen großen Lehrveranstaltungen im Bachelor. Eine wunderschöne Kombination. Und wir beschäftigen uns ja mit den Gelingensbedingungen vom Problem projektbasierten Lernen. Wie ist es möglich, diese Formen so richtig in den Sand zu setzen und dafür zu sorgen, dass die garantiert nicht funktionieren? Davon auszugehen, dass Leute von Haus aus verstehen, was man von ihnen möchte. Ja, also projektbasiertes Lernen braucht viel Offenheit, aber wenn man dann trotzdem zu wenig Rahmen vorgibt, wird es sehr wahrscheinlich scheitern, beziehungsweise ist es gescheitert. Und wir haben dann versucht, da nachzudrehen. Okay, das heißt, eine Gelingensbedingung von dem ausgehend ist. Einen klaren Rahmen zu schaffen, ja, die Freiheit zu lassen, sich selbst zu orientieren in diesem Rahmen, aber sowohl inhaltlich als auch organisatorisch klare Rahmenbedingungen zu geben, in denen die Leute dann arbeiten können. Okay, gut. Was erwartet jetzt die Teilnehmenden bei ihrer Präsentation am Tag der Lehre? Ja, da werden wir ganz konkret über ein Lehrveranstaltungsformat sprechen, in dem ich versucht habe, genau das umzusetzen, was ich vorhin erwähnt habe. Nämlich unseren Studierenden, die mit sehr unterschiedlichen Hintergründen kommen in der Wirtschaftsinformatik. Also HTLer, HLW, HAC-Absolventen, genauso wie AS-Absolventen, denen zu Beginn des Studiums diese Unterschiedlichkeit stärker mehr auszulegen und sie in Gruppen zusammenzuarbeiten und an einem gemeinsamen Projekt arbeiten zu lassen. Das ist schwierig. Deswegen eben der Versuch, da einen klaren inhaltlichen Rahmen zu schaffen über unsere Flipped Classroom-Unterlagen, die wir da dazu haben. Das heißt, es gibt sämtliche inhaltlichen Richtlinien, Inputs, nochmal das Video und das Skriptum, sodass die Leute da nachschauen, nachhören können und gleichzeitig einen relativ stark strukturierten Design Thinking-Prozess, indem wir dann versuchen anzuleiten, welche Phasen sie durchschreiten sollten, um ein Problem, und das ist der einzig offene gelassene Punkt, ein Problem, das nur vage ausdefiniert ist, dann auch wirklich konkret in der Praxis zu lösen. Das heißt, das Problem wird von den Teilnehmenden mitgestaltet, mit konkretisiert, habe ich das richtig gehört? Mit konkretisiert, genau. Ja, genau. Also es geht darum, Prozessabläufe und Informationssysteme für ein gegebenes Problem zu gestalten. Ob die Lösung aber jetzt eine technische ist, ob das eine organisationale ist, wie die konkret ausschaut, das lassen wir ganz bewusst offen. Genau. Wie hat sich das bewährt, mit Vorbereitungsmaterialien bzw. Aufgaben zu arbeiten? Grundsätzlich wird es erstens einmal sehr gut angenommen und auch von den Ergebnissen bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden. Vielleicht muss man nur sagen, auch das kommt in der Präsentation nur mal vor. Wir versuchen, die Grundkompetenzen in einer ersten Übungsphase nur mal mit Detailaufgaben zu lösen und steigen dann erst in diese offene Phase ein. Das soll dabei helfen, dass die Leute mal ein bisschen eine gemeinsame Basis bekommen, gemeinsames Vokabular auch entwickeln, wie sie miteinander sprechen können. Und auf Basis dessen war ich eigentlich großteils sehr begeistert an dem, was an Ergebnissen gekommen ist. Also das war sowohl inhaltlich gut als auch sehr kreativ aufbereitet. Mit Lösungen, auf die wir selbst nie gedacht hätten, jetzt im Team der Lehrenden. Okay, das heißt, es passiert auch ein gemeinsamer Lernprozess, ein voneinander Lernen, Ganz genau, ganz genau. oder? So, was da ganz wichtig mir erschienen ist, ist, dass man direkt in räumlicher Nähe bei unserem Institut Arbeitsräume geschaffen haben, also dieses klassische Design Thinking Lab, wo die Studierenden auch wirklich gesessen sind, zusammengearbeitet haben und wo wir greifbar waren, also wo auch unmittelbar die Rückfrage möglich war. Das war, glaube ich, einer der Erfolgsfaktoren. Ja, also für mich klingt das nach einer sehr, sehr spannenden Präsentation, die Sie da beim Tag der Lehre einbringen werden. Und freue mich schon sehr, dass wir uns
dort kennenlernen werden und auf Ihren Beitrag. Ja, freue mich auch schon. Vielen Dank.